Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, schaut bitte das Video bis zum Ende an, um alle wichtigen Infos zum Gewinnspiel als auch zur Closed Beta selber zu bekommen. Yo, meine lieben Freunde, damit willkommen zurück zu einem neuen Naruto to Boruto Shinobi Striker Video. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Wer es noch nicht vergessen hat, weiß, dass dieses Wochenende die Closed Beta zu dem Spiel startet. Und dementsprechend gibt es auch hier die Chance, ein paar Closed Beta Case zu gewinnen. Wenn ich von ein paar Closed Beta Case spreche, Freunde, meine ich 25 Stück für die PlayStation 4, die wir für euch raushauen werden. Und das Ganze haben wir natürlich zur Verfügung gestellt bekommen von BandaiNamco.de. Da auf jeden Fall erstmal ein fettes und dickes Dankeschön, dass sie uns überhaupt diese Chance ermöglichen, sowas für unsere Community rauszuholen. Denn ich will euch natürlich auch was zurückgeben für den ganzen Support, für das Ganze, was ihr auch natürlich leistet, für die coole Community, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Und deshalb gibt es jetzt natürlich dieses Gewinnspiel. Vorweg werde ich aber nochmal kurz die Uhrzeiten zur Closed Beta ansprechen, denn man wird die Closed Beta nicht das ganze Wochenende spielen können, sondern nur zu bestimmten Uhrzeiten, so wie es auch bei der Closed Beta von Dragon Ball FighterZ war. Beginnen wird die Closed Beta am 15. Dezember, also morgen ab 21 Uhr bis um 24 Uhr, also bis um 0 Uhr hat man die Chance, das Game anzocken zu können. Dann geht es am nächsten Tag weiter, am Samstag von 10 bis 13 Uhr, dann hat man eine Pause und am Abend von 18 bis 21 Uhr kann man dann auf jeden Fall wieder spielen. Die letzte Session ist von der Uhrzeit ein bisschen blöd, die werde ich auch wahrscheinlich aussetzen. Zwar findet die von Samstag auf Sonntagmorgen um 2 Uhr morgens bis um 5 Uhr morgens statt. Falls ihr nichts Besseres zu tun habt, wie zum Beispiel schlafen oder so, könnt ihr da natürlich auch gerne die Closed Beta ausprobieren. Die Tabelle mit den Uhrzeiten findet ihr auf jeden Fall auch auf unserem Discord-Server. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit dem Gewinnspiel, ich denke, darauf habt ihr am meisten gewartet. Wie schon angesprochen, haben wir für insgesamt 25 Closed Beta Case für die PlayStation 4, die wir verlosen werden. Ich werde das Ganze so machen, dass wir 20 Stück auf YouTube verlosen werden und 5 Stück auf Twitter. Ihr könnt bei beiden Gewinnspielen mitmachen, um sozusagen eine höhere Gewinnchance zu erreichen. Aber ich denke, dadurch werden einfach beide Plattformen abgedeckt. Und da bei uns eh der Schwerpunkt auf YouTube liegt, gibt es da natürlich auch mehr Codes zu gewinnen. Um jetzt bei dem Gewinnspiel auf YouTube mitmachen zu können, müsst ihr einfach nur ein paar grundlegende Teilnahmebedingungen erfüllen. Zum einen müsst ihr den YouTube-Kanal von uns abonniert haben. Die Bedingung hat, denke ich, so gut wie jeder von euch erfüllt. Zum anderen müsst ihr was in die Kommentare schreiben. Und zwar Hashtag Shinobi Striker. Schreibt es bitte so, wie ich das euch einblende, weil ich werde es nachher in so einem Random-Programm suchen. Und wenn ihr das falsch geschrieben habt, wird euer Kommentar nicht angezeigt. Deshalb schreibt es genauso, wie ich es euch einblende in dem Video. Und Freunde, an dieser Stelle auch nochmal, beim letzten Video habe ich das nicht explizit erwähnt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es selbstverständlich ist. Schreibt diesen Kommentar bitte nur einmal rein mit einem Account, weil wenn ihr das mit einem Account 50 Mal reinschreibt, ist eure Chance nicht höher, sondern ihr werdet einfach disqualifiziert, weil das einfach unfair gegenüber den anderen ist. Deshalb, wie gesagt, um da teilnehmen zu können, schreibt jeden Kommentar oder schreibt den Kommentar mit dem Hashtag Shinobi Striker einmal. Ihr könnt natürlich was anderes kommentieren zu dem Video, zu dem Spiel oder zur Beta oder weiß das ich zu was. Aber wie gesagt, diese Gewinnspielchance oder diesen Kommentar, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können auf YouTube, kann eben nur einmal gemacht werden. Und deshalb, Freunde, bitte nutzt die Chance und macht es auch so fair wie möglich, dass halt eben auch andere Leute die Chance haben, diesen Code zu gewinnen. Natürlich könnt ihr das ganze Video auch positiv bewerten oder das Ganze teilen, wird uns natürlich an dieser Stelle auch unterstützen, aber zur Teilnahmebedingungen ist es natürlich nicht zwingend notwendig. Und Teilnahmeschluss zum Gewinnspiel wird morgen so gegen 15 Uhr sein, weil ich da einfach erst zu Hause bin. Und dann werde ich einfach morgen Mittag euch anschreiben. Und macht es mir auf jeden Fall auch möglich, euch anschreiben zu können, weil bei manchen Leuten ist irgendwie die Funktion in YouTube oder auch zum Beispiel in Twitter oder so eingestellt worden, dass ich euch nicht anschreiben kann. Sprich, zum Beispiel in YouTube müsst ihr irgendwo in den Einstellungen ein Häkchen setzen oder einfach irgendwo was erlauben, dass man euch Nachrichten senden kann. Natürlich macht ihr mir das leichter, wenn ihr dann noch einen Discord-Account habt mit dem gleichen Namen wie auf YouTube und auf Twitter. Dann kann ich euch woanders anschreiben, aber wie gesagt, wenn ihr es mir extrem schwer macht, euch anzuschreiben oder wenn ich euch einfach nicht anschreiben kann, dann kann ich euch eben auch keinen Code senden. Und deshalb würde ich dann einfach eine andere Person suchen, die dann den Code gewinnt. Deshalb bitte macht es mir möglich, dass ich euch anschreiben kann. So, das war's auf jeden Fall mit dem Gewinnspiel auf YouTube. In Twitter wird auch noch ein Gewinnspiel kommen, da werde ich aber noch einen extra Post dazu machen, den werde ich euch dann später verlinken. Der kommt wahrscheinlich nach dem Video online und wie gesagt, die, wo mir in Twitter folgen, werden ihn dann natürlich auch sehen. Ansonsten, Freunde, war's das mit dem Video. Ich drücke allen Teilnehmern die Daumen. Viel Erfolg, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen Code gewinnen werdet. Und wie gesagt, nutzt die Chance, dass ihr hier eben auch das Spiel anzocken könnt, weil viele sind sich unsicher, ob sie sich das Spiel holen werden oder nicht. Und so eine Closed Beta oder allgemein so eine Beta ist echt immer gut, um sich einen besseren Eindruck vom Spiel zu machen, um das Ganze selber nochmal zu spielen. Und da das Ganze ja ein 4 gegen 4, also insgesamt mit 8 Leuten sein wird,
hat man da auf jeden Fall ziemlich coole Chancen oder kann man auf jeden Fall mega viel Spaß haben mit Freunden und mit der Community. Und ich werde auch versuchen, Freunde, die Closed Beta zu streamen. Am Freitag werde ich es leider nicht schaffen, aber ich versuche am Samstagabend auf jeden Fall einen Stream zu starten. Ich hoffe, da spielt die Technik mit und da wird auch nichts dazwischen kommen. Deshalb haltet auf jeden Fall die Augen offen, lasst in YouTube die Glocke an, dann seht ihr direkt, wenn der Stream online ist. Und ich werde es auch nochmal auf Twitter und Discord ankündigen. Wie gesagt, Freunde, das war's auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch allen viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und ich bedanke mich natürlich auch mit diesem Gewinnspiel bei euch allen für dieses tolle Jahr 2017 zum Abschluss. Gibt es natürlich hier dann noch diese Closed Beta, kommt mir ganz gelegen und ich denke euch auch, weil 2018 wird echt ein Hammerjahr und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr 2018 auch alle am Start sein werdet. Das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Mautoxi. Ciao! Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Hast du eigentlich schon die Weihnachtsaktion von Bandai Namco gesehen? Du kannst bis zum 19. Dezember täglich dein Glück versuchen und tolle Preise gewinnen. Insgesamt sind es über 800, darunter zum Beispiel auch komplette Spielkonsolen. Probier's gleich mal aus, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wir wünschen dir viel Erfolg.